Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf eine neue Folge von Wolle und Handarbeit. Ich habe letzte Woche diese 11 Patschen gehäkelt und ich habe mir gedacht, diese Woche oder heute häkeln wir zusammen so ein paar Santa oder Weihnachtsmann Patschen zusammen, so genau so wie die grünen, also nur mit Rot. Und jetzt fangen wir mal an. Gehäkelt habe ich mit Opal 6-fach im Grün und jetzt benutzen wir Opal 6-fach im Rot. So habe ich der Schwarz. Und wir fangen an. So ihr Lieben, wir fangen an mit einem magischen Kreis. Ich arbeite die 3 zum Steigen, gilt als erstes Stäbchen und ich brauche insgesamt 11 Stäbchen auf diesem Kreis. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich mache den Kreis zu. Und hier in diese 3 zum Steigen muss ich einstechen und dann eine Kettmasche arbeiten. Dann wieder 3 zum Steigen. In dieselbe Masche werde ich jetzt noch ein Stäbchen arbeiten und in dieser zweiten Runde werden wir jetzt jede Masche verdoppeln. Also anstatt 11 Stäbchen werden wir jetzt 22 Stäbchen haben. So, jetzt eine Kettmasche arbeiten und wir müssten schon unsere 12 Gruppen haben. Wenn du besser schaust, ist hier immer 2, 2, 2. Es müssen 12 Gruppen, 11 Gruppen sein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, in die dritte Runde arbeiten wir die 3 zum Steigen. Das gilt als erstes Stäbchen, als normales Stäbchen und in die nächste Masche werden wir jetzt eine Zunahme arbeiten. Also wird jede zweite Masche zugenommen. Also den ersten Stäbchen habe ich, dann muss ich noch eins arbeiten. Dann wieder ein normales Stäbchen oder einfaches Stäbchen und eine Zunahme. Und wieder ein normales Stäbchen
eine Zunahme. Ein normales Stäbchen. Und eine Zunahme. Am Ende der dritten Runde haben wir 33 Stäbchen. Jetzt arbeite ich wieder 3 zum Steigen. Und in dieser vierten Runde werden wir jede zweite verdoppeln. Also ein einfaches Stäbchen, den zweiten einfaches Stäbchen und ein normales Stäbchen. Und dann eine Zunahme. 1 und 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Und dann wieder ein einfaches Stäbchen, 2 einfache Stäbchen und eine Zunahme. Ein einfaches Stäbchen, 2 einfache Stäbchen und eine Zunahme. Entschuldigt mich, ich habe so ein Halsbonbon im Mund, weil ich habe ein bisschen Halsweh. So, das war jetzt die Runde 4. Müssen wir jetzt 44 Stäbchen haben. Und in die nächste Runde werden wir jetzt keine Zunahme mehr arbeiten, in die fünfte Runde, sondern in jedem Stäbchen ein Stäbchen. Es scheint die Sonne, es freut mich so jedes Mal, wenn die Sonne scheint. Jetzt zeigt es mir minus 11 Grad, in der Früh waren minus 14. Hier bei uns, also Wahnsinn. So, da werden wir jetzt ein paar Runden so arbeiten und dann die schwarzen Runden. Also ich habe mir jetzt gedacht, das wird ein größeres Patchen, ein kleineres Patchen. Das ist 36, 37, es passt auf meinen Fuß, also es dehnt sich halt auch. Und hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden gearbeitet mit Grün. Die sollen kleiner werden, so 33, dass meine Tochter passen. Und da werden wir insgesamt 8 Runden mit Rot arbeiten. Also wir haben bereits 5, 1, 2, 3, 4, 5, dann arbeite ich noch 3. In jedes Stäbchen ein Stäbchen und dann fangen wir mit Schwarz an. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Runden mit Rot. Jetzt werde ich 2 Runden mit Schwarz arbeiten für die Muster, also für das Design einfach. So, 3 Luftmaschen zum Steigen. In jedem Stäbchen ein Stäbchen und das für 2 Runden.
So sieht mein Hausschuh oder mein Patsche aus nach der die zwei Runden mit Schwarz. Jetzt werde ich noch drei Runden mit Rot arbeiten. Wieder drei zum Steigen, erste Stäbchen und dann in jedem Stäbchen ein Stäbchen, die nächste drei Runden. So sieht jetzt aus. Jetzt müssen wir teilen und dieser Loch, wo das Fuß reinkommt, machen. Man könnte es auch von hier weg, wo wir diese drei zum Steigen haben, arbeiten. Ich habe mich entschieden bei meinen Patschen, dass dies dieser Seite auf die Sohle bleibt, weil das ist nicht sehr schön. Und deshalb schneide ich jetzt hier meine Wolle. Und weil ich 44 Maschen habe, habe ich durch drei geteilt und es ist mir irgendwie mit Komma gegeben. Und ja, deshalb werde ich 15 links und 15 rechts von dieser Stäbchen haben, also werde ich so zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier werde ich mein Häkelnadel stechen und da fange ich an mit Stäbchen arbeiten. Also insgesamt werde ich 30 Stäbchen haben. Wenn du von hier anfängst und den Faden nicht schneiden willst oder die Seite dich nicht stört, dann kannst du von hier 30 Stäbchen arbeiten. Jetzt werden wir in Hin- und Rückreihen arbeiten.
zählen diese drei zum Steigen hier, gelten auf dieser Seite, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann wende ich meine Arbeit und arbeite 3 zum Steigen und dann in jedem Stäbchen ein Stäbchen. Und ich brauche 7 Reihen. Also, das ist die erste, jetzt habe ich die zweite angefangen. Insgesamt brauche ich 7 Reihen. So, ich habe jetzt diese 7 runden Reihen gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe jetzt nicht gemessen, ich habe nur geschätzt, dass es meiner Tochter passen würde. Wenn sie nicht passt, dann ist vielleicht ein bisschen kleiner. Man kann hier immer eine Reihe mehr machen oder hier halt eine Runde mehr, damit es ein bisschen länger ist. Breit ist ja genug. So, jetzt müssen wir die Ferse zusammennähen. Und ich steche mal hier unten. Zwischen oder unten 2 solche Maschen. Ich habe genug versteckt. Jetzt sieht der Patsche so aus. Und jetzt müssen wir diese Borten machen hier. Wir machen es ein bisschen höher. Und da habe ich was, bei meinen Patschen habe ich was falsch gemacht. Ich habe hier an der Seite angefangen, hätte ich hier hinten anfangen können. Oder sollen, dann wird dieser Naht, dieser 3 zum Steigen, auch hier hinten zu sehen. Ich habe meine Patschen irgendwo hier angefangen
Und ich fange bei dieser hier auch. Und ich arbeite auf jeden Stäbchen ein Stäbchen. So, wir sind hier angekommen. Da mache ich auch ein Stäbchen. Und jetzt arbeite ich auf diesen Stäbchen ein Stäbchen und in das Loch, wo ich vorher die Stäbchen gearbeitet habe, wieder ein Stäbchen. Auf dem Stäbchen und in dieses Loch. Auf den Stäbchen ein Stäbchen und dann schau mal, wo ich vorher eingesteckt habe, wo ich den Stäbchen gehäkelt habe. Und hier, das ist die Naht, hier arbeite ich links und rechts immer ein Stäbchen. Und dann wieder auf dem Stäbchen und in dieses Loch, wo ich das Stäbchen gearbeitet habe. So, das war jetzt die erste Runde. Hier habe ich angefangen. Und jetzt arbeite ich noch eine Runde in jedem Stäbchen ein Stäbchen. So sieht mein Patch aus nach dieser zweiten Runde. Jetzt werden wir mit Reliefstäbchen anfangen, also die drei zum Steigen, und dann fange ich an, Reliefstäbchen zu arbeiten. Das ist ein vorderes Reliefstäbchen, weil ich diese Stäbchen nach vorne drücke, und ein hinteres Reliefstäbchen, dann drückt man nach hinten. Also Wolle auf der Nadel laden, zwischen den Stäbchen, das man arbeiten will, drückt den Stäbchen nach unten, zieht man die Wolle raus und arbeitet normal ein Stäbchen.
Dann wieder zwischen der Stäbchen, dass man arbeiten will. Man hebt es nach oben und arbeitet normal Stäbchen. Den letzten Stäbchen ist ein vorderes Relaisstäbchen und hier beim dieser 3 zum Steigen arbeite ich jetzt eine Kettmasche und ihr werdet sehen, dass das Bild passt. So, das war jetzt die erste Runde mit Relaisstäbchen. Ich werde insgesamt also noch 4 Runden oder noch 3 Runden davon haben, damit es dieser Schuh ähnlich aussieht. Ihr könnt aber auch mehr Runden machen und eine große Socke oder einfach so lassen. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch, wie hier diese Schnalle häkeln könnt, Deko-Teil. Ich habe dafür Baumwolle, einen Rest von Baumwolle, weil ich keine Sockenwolle in Gelb habe, werde ich damit häkeln. Immer noch mit meinem Häkelnadel 3,5. Ich mache 20 Luftmaschen.
So, das sind 20 und zum Abketten, ich lasse mir eine längere Wolle da oder ein längeres Ende und jetzt müssen wir schauen, dass die so einigermaßen in der Mitte kommt. So wird sie ausschauen und jetzt müssen wir anfangen zu nähen. Ich habe bei den grünen so gemacht und bei diesem Stück habe ich so gemacht und dann beim zweiten Teil, ich habe die zweite angefangen, dann ist mir eingefallen, dass ich könnte sie viel leichter nähen, wenn sie so ist, also wenn ich die Ferse nicht rangehäkelt habe. Wenn es offen ist, dann geht es halt leichter zum Halten, zum Drehen, zum Nähen. Ihr könnt es auch so machen. Aber hier müssen wir uns ein bisschen bemühen. So. Ich versuche durch den Batschen zu stechen und halt durch diese Schnalle. So wie ich gerechnet habe, müssen wir ungefähr 6 Maschen hier haben, dann 4 nach oben, wieder 6 hier und wieder 4 nach unten haben. Also hier in dieser Ecke. So, jetzt ist die Teil, wo es ein bisschen schwieriger wird. Weil ich nicht mehr so gescheit halten kann. Also es ist nicht perfekt, vielleicht könnt ihr es besser machen. Das war nur meine Idee.
Ich habe zuerst versucht zu sticken, nur zu sticken, und das war, hat nicht so gut ausgeschaut. Jetzt muss ich diesen zweiten Faden auch noch verstecken. So sieht jetzt aus.